Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Evoland. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum die Grafik auf einmal wieder so ist, wie sie ist, dann liegt das daran, dass wir uns gerade an einem Rätsel befinden, das erfordert, dass wir zwischen heute und damals hin und her wechseln. Zwischen dem Design von damals und dem Design von heute. Was ich persönlich einfach nur geil finde. Denn ganz ehrlich, Leute, ein Rätsel, bei dem man so, ein Rätsel, bei dem man zwischen damals und heute wechseln muss, ist doch einfach geil. Das zeugt von wahrer Kreativität. So, Kreativität. Und hier haben wir jetzt beide Fackeln angezündet und können eigentlich rein theoretisch weiter. Aber ich will noch nicht wirklich weiter. Ich will noch Rätsel lösen. Gibt hier ein bisschen was zu lösen. Ah, sehr schön. Hier ist eine der Truhen. Baum. Was haben wir hier? Einen der Sterne. Sehr schön. Gut, gut, gut. Dann bleiben noch ein paar Rätsel. Hier ist zum Beispiel eine Truhe. Hier ist noch ein Feuer, das entzündet werden muss. Da ist eine Truhe, die wir haben wollen. Ja, die Rätsel sind noch... Es sind sehr vielfältig. Jedenfalls, wenn wir in die Secrets wollen, müssen wir vielfältige Rätsel lösen. Zum Weitermachen brauchen wir das jetzt nicht. Weil wir können ja rein theoretisch schon weiter. Aber es will noch nicht weiter. So. Erstmal wieder den Stil wechseln. So. Was meint ihr, Leute? Ah, ich sehe gerade, ich komme gar nicht hier zurück, wenn ich den Stil gewechselt habe. Obwohl, vielleicht... Wo ist denn der Baum? Ist er in Relevation genau da? Ja, ist er! Das heißt, ich kann den Baum anzünden. Und kann im modernen Stil immer wieder hierher hin und zurück. Genau. Da steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und damit werden wir auch nach und nach immer weiter vorankommen. So. Hier war ein Stein. Ein alter Steelstein. Aber das Amulett sollte ihn aktivieren können. Bestes Amulett. Ein Amulett, das ich noch nicht habe, war. Ha. Tja, da kommt es ja wohl nicht lang. Solange es ein Amulett nicht habe. Kann sein, dass es das ist, was wir brauchen, was wir da holen müssen. Ach, ich komme auch nicht mehr dahin zurück. Ich bin gefahren. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Um eventuelle Secrets kümmern wir uns später. Das ist ein einfaches Rätsel. Und kein Problem. So. Gelöst. Weiter geht's. Was haben wir hier? Ein Kampfraum. Mit Feuerballtypen. Oh oh. Wenn die mich einkreisen, ist es ein wenig blöde.
wenn die das hinkriegen. Au. Da fällt mir ein, ich hatte an irgendeiner Stelle im alten Dungeon. Ja. Näher mir ist gerade was eingefallen. Erinnert euch an die Minen von Noria? Da gab es ebenfalls solche Risse in der Wand. Und diese Risse in der Wand bedeuten, dass wir da mit den Bomben arbeiten können. Aber erstmal habe ich das hier gelöst. Ich zeig's euch, was meine. Wupp. So. Ihr habt mit einer riesigen Bombe die Mauer gesprengt. Und drin ist eine Karte oder ein Stern. Ein Stern. Okay. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück in die Minen. So, was haben wir hier drin? Jetzt bin ich gespannt. Erste Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Alles klar. So, hier gibt es aber sonst nichts mehr zu tun, scheinbar. Nee. Okay. Dann müssen wir noch woanders hin. So, hier können wir erstmal unsere Herzenmengen auffüllen. Hat sich die Tageszeit geändert? Scheint mir so. So, jetzt können wir zum Beispiel den Kristall verwenden. Und so. Ah! Genau, hier war ja was. Aber da kommen wir nicht weiter. Nur in der Gegenwart. Puh! So. Dann mal hier den Kristall aktivieren. Ach, zieh einer an. Wir kommen noch nicht mal an die Brücke ran. Ja, wir müssen unbedingt hier vorbei. Ich muss erstmal gucken, wie könnten wir den Baum zerstören. Von rechts irgendwo? Ja, ich will die Rätsel alle lösen. Problem damit? Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den Heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und in meinem Onkel pressen. Wir müssen die zweite Amulett finden. Ja, was denn nun? Das eine oder das andere? Bevor es zu spät ist. Ja, erst sagst du mir, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das machen und dann, bevor es zu spät ist. Hallo? Denkst du, ich würde, wenn ich Nasen habe? Ich will mich ja beeilen. So, ich muss mir mal gucken, wie wir den Baum da oben zerstören können. Am besten. Am ulkigsten. Und wie wir den Baum zerstören können. Zwei Bäume, die zerstört werden wollen. Oh. Da kommen wir nicht vorbei. Ohne reaktivierten Kristall. Hier geht es weiter. Ich muss jeden Weg nutzen, um an des Rätsels Lösungs... Ach ja, ja, ja. Hier. Und so. Hier kennen wir uns ja aus. So. Und genau. So. Einmal in die Vergangenheit reisen. Ich erinnere mich an ein anderes Adventure-Rätselspiel. Das war auch scheiße schwer. Das sah ähnlich aus wie ein Zelda oder so. Wie hieß das? Das hatte ich damals auf dem Amiga gespielt. Legend of irgendwas. Vielleicht wisst ihr, wie es weiter heißt. Legend of Kirandia oder so. Irgendwie.
auf dem Bild war... Oh. Auf dem Bild war zu sehen ein Kämpfer, der in die Ferne schaut. Und in der Ferne sieht man einen Turm oder so. Ich weiß, das sagt euch jetzt nicht viel, wa? Die Feuerstelle. Damit könnten wir den Baum da unten wegbrennen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir diese Feuerstelle entzünden können. Wenn wir das wissen, dann sind wir schlauer. So. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja, das ich da erwähnt habe. Wäre cool, wenn mir jemand was von dem Spiel erzählen könnte. Ich habe es nicht lange gespielt. Ich konnte es nicht lange spielen, weil es nie weiterkam. Es war verdammt schwer. Genauso ist dieses Rätsel hier ein wenig schwer. Puh! Ich möchte dazu sagen, ich werde euch nicht zu lange damit foltern, dass ich hier umhergurke und nach der Lösung suche. Wenn ich definitiv nicht weiterkomme, dann werde ich Folgendes machen, dann werde ich einfach einmal einen Cut machen. Und ja, versteht ihr? Und so. Nee, dann werde ich einen Cut machen und werde dann... Ah, da habe ich was ausgelöst. Da habe ich irgendwas aktiviert. So, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Irgendwas habe ich da aktiviert. Wahrscheinlich ist es eine von den Feuerstellen. Muss ja sein. Entweder das oder ich habe einen Baum weggemacht. Was auch gut wäre. So. Wir werden dieses Rätsel lösen. Und ich würde es gerne auch zusammen mit euch lösen. Deswegen strenge ich mich jetzt an. Ja, da ist die Feuerstelle jetzt. Entzündet. Wir schießen einen Pfeil dahin. Und mit dem Pfeil schießen wir jetzt hier hin. Und haben da den Baum weggebrannt. Sehr schön. Damit haben wir ja was erreicht. Wir haben sogar was erreicht. Na, komm. So, ich wollte schon sagen. Können wir den Kristall etwa nicht aktivieren? So. Oh, stimmt, da ist ja der Baum hier. Können wir den nicht wegbrennen? Naja, Karl. So. Puh. Wir kommen zwar nur in kleinen Schritten, aber wir kommen voran. Und das ist meiner Meinung nach doch die Hauptsache. Etwas nervig, dass ich immer wieder hier rumrennen muss. Aber naja. Wenn es das Spiel so vorsieht... Ich würde auch gern die kleinen Bäume allesamt wegbrennen, aber... Es geht nicht. Gar nicht. So. Und ich will nochmal anmerken, ich werde so gut wie alle Sterne abgreifen und auch alle Karten, werde aber nicht auf Teufel komm raus versuchen, unbedingt alle zu erwischen. Das nicht. Ich werde mir schnappen, was ich kann und nicht mehr. Also ihr braucht nicht jetzt jeden... Kristall, jeden Stern und jede Karte erwähnen, die ich vergessen habe.
oder übersehen habe. Ich werde versuchen, alles zu ergattern, was sich finden lässt. Alles. Eine Kairis-Karte. Ich hoffe, dass wir auch an die anderen Sachen später noch drankommen können. Im Zweifelsfall. Ich werde auch irgendwann die nächste Zeit nochmal in die Minen gehen und da versuchen, auch die restlichen Sachen rauszuholen. So. Wir haben immer noch nicht die Kartenhälfte. Die Amuletthälfte. Die brauchen wir noch. Wenn es die denn hier zu sammeln gibt. So. Heilen uns mal. Und bam. Ja. Wir sind schon komplett geheilt. Okay. Ich muss nochmal zurück. Der Heilige Hain. Ach, jetzt wieder von vorne, wa? Genau. Doof. Wo war eigentlich der letzte Wasserpunkt? Ach ja. Der war in der Stadt. Hehe. Das heißt, wir müssen die Stadt zurück, um zu speichern. Wisst ihr was? Damit die Energie gerade ein wenig zu knapp ist, mache ich das eben auch. Und dann beende ich auch vielleicht den Part dort. So. In der nächsten Folge suchen wir dann weiter nach der zweiten Amuletthälfte. Aber erstmal ist es mir wichtiger zu speichern. So. Weil wir haben schon eine Amuletthälfte gefunden und ich will die auch liebend gerne behalten. Und glaub, wenn wir wenigstens Geld gewinnen würden bei dem Doppelzwilling-Kartenspiel. So, alles klar. Gespeichert. Und ja, doch, dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt. In der nächsten Folge versuchen wir auch an die zweite Amuletthälfte zu gelangen. Ja. Untersuchen dafür nochmal den Heiligen Hain. Und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Und ich bin SeraphLP. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Evoland. Bis dahin. Ciao.